Seltsam. Das Haus wird immer noch von Spektralspuren umhüllt. Lass uns das untersuchen. An der Wand sind immer noch Schriftzüge. Neue. Von Thomas Hake. Oder was von ihm übrig ist. Sie lernen es einfach nicht, oder? Beweg dich, Red! Der arme Thomas. Ich hätte wissen müssen, dass seine Schemen bleiben. Nun, jetzt ist es weg. Joint tous un rôle. Mais le tien, bannisseur, est de loin le plus perfide. Nous jouons tous un rôle, mais le tien, bannisseur, est de loin le plus perfide. Mein Name war Rose. Eine Blume, die zum tödlichen Stachel wurde. Aber ich habe die Welt nicht gemacht. Sie macht mich.
Ihr wollt also eine Karte. Möchtet ihr etwa die Segel setzen? Oder vielleicht wissen, in welche Richtung Boston liegt? Oder wollt ihr nach Westen reisen und noch mehr Land beanspruchen, das nicht euch gehört? Ich will nur den Wald durchstreifen können, ohne mich zu verirren. Ich bringe euch bei, eine Karte anzufertigen. Gut. Markiert das Lager als Ausgangspunkt. Zeichnet jede Landmarke auf eurem Weg ein. Und am Ende der Reise habt ihr eine Karte. Ihr müsst allerdings wissen, wo Norden liegt. Die Sonne geht im Osten auf, wandert nach Süden und geht im Westen unter. Versteht ihr? Wir haben die Sonne schon lange nicht mehr gesehen, Mistress Jane. Dann, mein Freund, werdet ihr auch einen Kompass brauchen. Den könnt ihr später bezahlen, wenn ihr von eurem Spaziergang im Wald zurückgekehrt seid. Und wer seid ihr? Credence Scudder, mein Herr. Zu Diensten, mein Herr. Scudder? Seid ihr Beloved Scudders Bruder? Oh nein, das bin ich nicht. Er ist mein Cousin. Und wer seid ihr, eure Lordschaft? Ich bin Verbanner Red McGraith und obschon ich eure Höflichkeit zu schätzen weiß, nennt mich bitte einfach Red. Der Verbanner, der uns von der Bestie erlöst hat? Ihr, meine Lordschaft, seid ein Held. Wie stehen die Dinge hier, Credence? Ihr fragt mich. Das ist ja wunderbar. Ich weiß nur leider nichts. Was haltet ihr von Thickskin Newsmith? Sie war so tapfer, mein Herr. Die tapferste. Hat uns alle gerettet. Zweimal. Ich bin sicher, ihr habt alles in eurer Macht Stehende getan, sie zu retten. Niemand macht euch Vorwürfe. Glaube ich. Kate führt das Lager jetzt an. Wie macht sie sich? Naja, sie gibt ihr Bestes, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Sie kann uns nicht so beschützen wie Thickskin. Das wissen wir alle. Wie steht es um das Lager? Kate meint, wir sollten die Toten begraben und zum Aufbruch rüsten. Ich vermisse Thickskin, mein Herr. Wirklich. Guten Tag, Mr. Scudder. Gott segne euch auch damit, mein Herr. Red McGraith, Madam. Zu Diensten. Ah, der Bestientöter. Gute Arbeit. Danke. Und wer seid ihr? Ihr könnt mich Jane nennen. Seid ihr mit Kate Newsmith befreundet? Wenn ja, warum sollte ich euch das sagen? Ich habe den Eindruck, Plauderei ist nicht eure Sache. Nein, das tue ich nicht. Ihr seid die erste Person, die wirklich von hier stammt. Wo sind all die anderen? Es gibt hier keinen Stamm. Oh, wieso das? Die Wabanaki sind bereits vor vielen Generationen weitergezogen. Sie hielten diesen Boden für verflucht. Angeblich brachte er allen Unglück, die ihn beschritten. Ah, also seid ihr auch nicht von hier? Nein. Und dennoch bin ich hier weniger fremd als ihr alle. Sagt mir, wie stehen die Dinge im Lager? Wir haben New Edentown verlassen, um dem Fluch zu entkommen. Jetzt sind wir hier gefangen. Kate und Thickskin arbeiten hart, aber es gibt nur wenig Wild und noch weniger Hoffnung. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
Guten Tag, Nelly. Und jetzt, wo ihr da seid, noch besser, Mr. McWraith. Lasst uns Handel treiben, Mrs. Heaton. Gut, können wir machen. Habt Dank für eure Zeit, Mrs. Heaton. Vielen Dank für euer Interesse, Mr. McWraith.